Servus Leute, zurück zu Let's Play Shop Titans. Ja, es gibt ein neues Update. Jetzt sind endlich nach ein bisschen Verzögerung durch eine Apfelfabrik, nennen wir es mal. Dadurch konnten sie nämlich das Update nicht auf allen Geräten rausbringen. Zur selben Zeit wurde das Event verzögert. Aber jetzt ist es endlich draußen, beziehungsweise das Update, die Neuigkeiten. Es gibt jetzt die ersten Flash-Quests. Die Blitzquests oder Blitzabenteuer auf Deutsch vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie es... Mal gleich schauen, wie es auf Deutsch heißt. Prinzipiell, das sind Quests, auf die unsere Helden geschickt werden können, die wertvollere Dinge auf jeden Fall uns erwirtschaften können, nennen wir es mal so. Es gibt Flash-Quests zu bestimmten Tagen, also nicht jeden Tag gibt es so etwas. Es gibt prinzipiell zu, ja... geschätzt, würde ich mal sagen, blablabla. Ich schau mal kurz, am 8., am 14., am 24., am 12., 20, 16, 10, second of every month, first every month, okay, jetzt hätte ich gesagt zu jedem, nach jedem vierten Tag, aber ungefähr jeden vierten Tag gibt es, glaube ich, eine Flash-Quest, so in etwa. Das ist eine Quest, die ist für einen Tag vollständig zur Verfügung und ja, kann Sachen bringen. Unterschiedliche Sachen. Also je nachdem, was für ein Gegner da auftaucht. Hier zum Beispiel die Blitzquest mit so einer Kröte. Die bringt anscheinend Verzauberung. Was für Verzauberung wissen wir nicht, aber man sieht hier schon normale Verzauberung. Plus Verzauberung. Plus plus Verzauberung. Und plus 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 Verzauberung. Jawohl. Ja, gut. Diese Kröte werde ich auf Extrem nicht schaffen. Aber interessant. Das sind wahrscheinlich Gegner, die man vielleicht auf Extrem machen möchte, wenn man das denn die Macht dazu hat. Ich bin noch nicht so weit. Aber schwer mit ein bisschen Unterstützung ist das machbar. Auf schwer können wir diese holen. Die weise Kröte. Moment, ich lese mal nach. In den Patch Notes auf der Entwicklerseite kann man zu jedem, also alle Flash Quests anschauen und was sie prinzipiell bringen. Toad Sage. Ja, Bundle of Enchantments. Also eine gewisse Menge von Verzauberungen werden da gedroppt. Gönnen wir uns. Wir werden dann später auch gleich sehen, was daraus kommt. Man hat zwei Versuche, ich gehe mal davon aus. Zwei Versuche, um es zu schaffen. Also man kann es nicht zweimal farmen, sondern man kann einmal diesen besonderen neuen Boss bekämpfen und dann ist gut. Wir werden es sehen. Ich werde euch auf jeden Fall am Ende des Videos das Ergebnis dieser Blitzquest zeigen. Gut, was hat sich sonst noch getan? Wir sind in der Gilde hier schon weit fortgeschritten. Wir versuchen gerade das Maximum hier noch rauszuholen. Es ist aber knapp. Also selbst ich habe natürlich Vorführeffekt. Ich habe auch da schon ordentlich reingepayt, aber... jeder Schritt kostet jetzt 9 Millionen. Oh, das ist schon schwierig. Und danach wollen wir das da weitermachen. Das wird noch Pain in the Assiger. Also das wird ja noch schlimmer. Tatsächlich gab es schon Überlegungen hier. Oder Wünsche, dass wir zum Beispiel das erst aufrüsten, weil jetzt schon wieder die Vollmondzeit beginnt. Wäre ich auch lieber. Also da könnte ich auf jeden Fall mindestens... Ja, da könnte ich auf jeden Fall... Da habe ich noch nicht so viel reingepayt, weil es mir bisher nie wichtig war. Da könnte ich auf jeden Fall Boost reinbringen. Wahrscheinlich andere auch, aber hier, das ist... Puh, das ist schlimm. Ich persönlich, ich hätte jetzt als erstes wahrscheinlich alles hier auf Stufe 15 gebracht, bevor ich hier solche großen Sachen wie das da mache, weil, ganz ehrlich, dank euch weiß ich ja mittlerweile, dass man Helden auch mit diesen Tränken, die man da, diesen Erfahrungstränken, die man dann leveln kann, oder halt, ja, daraus mystische Tränke machen kann, kann man über diese Stufe hinaus leveln, deswegen ist es für mich nicht mehr so wichtig, dieser Trainingsraum. Stufe 35 ist auch vollkommen ausreichend für mich persönlich, weil dann kann man die maximalen Fähigkeiten von allen freischalten und dass sie Stufe 12 Items kriegen können. Mehr kann man in diesem Spiel noch nicht erreichen. Also die 5 weiteren Level zu Stufe 40, weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie relevant ist. Naja, gut. Okay, was ich eigentlich auch vorhatte ist... Ich wollte eigentlich mit euch gemeinsam hier meine Helden weiterentwickeln. Muss ich aber zugeben, habe ich verpennt. Habe ich nicht vorbereitet, deswegen machen wir es nicht. Machen wir ein andermal. Machen wir das nächste Mal.
rennt nicht davon. In der Zwischenzeit werde ich sowieso hier in dem Turm mir einfach einen weiteren Seele der Titanen gönnen. Und dann können wir einen weiteren wieder leveln. Das ist ja auch nicht schlecht. So, was ist sonst passiert? Wir hatten gerade erst das Gold, Gunst des Königs Event, so heißt es. Das war ganz nett. Wir sind relativ weit gekommen. Nur das letzte hat gefehlt. Das ist vollkommen okay. Ja, Gunst des Königs Event ist jetzt nicht so wichtig. Muss ich zugeben. Da. Wobei, ja, die Coins sind immer ganz nett für die Rezepte, die es so gibt. Aber da war jetzt nichts dabei. Außerdem ein, was ich euch schon gezeigt habe. Das war genau der Tigergeist. Aber ich habe schon festgestellt, selbst ich nutze den Tigergeist eigentlich nicht. Warum sollte der so gut sein? Naja, egal. Jetzt habe ich ihn. Da wird gelevelt und so Gutes. Aktuell bin ich sowieso dabei. Ich schaue mich hier um. Wenn ich eine Quest gerade, wie zum Beispiel hier, Nautilus erforschen, Nautilus fertigen. Pferdegeist muss ich auch machen. Okay. Wenn nicht sowas ist, dann mache ich liebend gerne gerade jetzt hier mal alles hoch. Weil das sind alles Stufe 7 Sachen. Genauso die da. Zähle ich jetzt einfach auch mal zu Stufe 7. Ich level die gerade, damit ich hier die nächsten Stufen freischalten kann. Die sind nämlich schon ein bisschen worthier. Also da sind einige Sachen, die habe ich ja selbst schon gekauft. Also Löwengeist und Mammutgeist sind ja Sachen, für die ich selbst schon einiges an Geld ausgegeben habe. Und Diamanten besonders. Dementsprechend will ich die auch haben. So sieht's nämlich aus. Ansonsten bin ich hier relativ gut. Stufe 7 wird wahrscheinlich in nächster Zeit abgeschlossen. Das geht ja relativ fix. Hier in meinem Laden versuche ich gerade auch die Ressourcen ein bisschen abzuleveln, damit ich ohne Probleme hier produzieren kann. Ich freue mich auch schon auf... Ich bin jetzt Stufe 62 geworden. Da freue ich mich... Ich glaube 64 oder 65 kann ich einen neuen fertigen Slot mir gönnen. Darauf freue ich mich auch schon. Ich persönlich nervt mich jetzt diese Sachen. Also ja, die herzustellen kann man machen. Ist erstmal nicht so schlimm. Auf dem Markt kriegst du sie nicht unter Edelstein. Also du kriegst sie nicht für Gold. Die werden sofort weggekauft, bin ich mir sicher. Kann ich auch nachvollziehen, weil das ist super nervig, die mehr herzustellen. Das verzögert halt alles unnötig. Da muss man sehr aktiv sein. Während hier kann ich einfach draufklicken und gut ist. Das ist schon einfacher. Was muss ich hier machen? Nautilus. Nautilus wird gemacht und Pferdegeist. Jawohl. Also das ist gerade mein Ziel. Ich versuche gerade die Sachen auf Stufe 7 alles fertig zu machen. Läuft. Beziehungsweise halt das nicht zu vernachlässigen. Da gibt es noch einiges zu... Einiges, ja. Aber das Schöne bei den Sachen ist, da brauche ich unterschiedlichste Ressourcen. Also unterschiedlichste Basisressourcen. Deswegen kann ich das alles ziemlich gut durchmachen. Genau. Was ich hier auf jeden Fall langsam machen möchte, also das habe ich mal auf die höchste Stufe gebracht, um zu sehen, wie groß es wird. Das will ich mit allen prinzipiell jetzt langsamer machen, damit sie alle maximale Größe haben. Aber heißt, alles muss auf Stufe 11 mindestens. Das wird eine gute Zeit dauern. Und auch bei den Kisten hätte ich gerne alle auf Stufe 13. Heißt, die zwei Kisten müssten noch verbessert werden. Ich hätte gern mehr. Also man sollte mehr verbessern können als plus eins. Andererseits kostet Geld. Es kostet viel Geld. Das fehlt halt als Investition dann in der Stadt. Das ist der Nachteil. Aber nein. Gut. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal, wo das Turm-Event noch war, da habe ich es ja schon geschafft. Also da bin ich ja schon... Habe ich ja den Turm schon auf der höchsten Stufe geschafft. Schwieriger als der Endboss bei dem Turm ist tatsächlich der Stufe 27er Gegner, wenn man sich das anschaut. Also meistens zumindest. Bisher eigentlich immer. Hier das da. Boni auf alle Werte. Trifft ausweichende Ziele leichter, also sind die, ja. Und landet kritischer. Also hat. Ja, wobei geht. Bergsteve. Diamantkönigin. Gruppenangriffe. Die tun weh. Sind auch stärker. Angriffe ausweichen und. Gruppenangriffe, die häufiger critten. Ich glaube, die Diamantkönigin könnte diesmal der härteste Gegner in diesem Turm sein. Der Delta-Titan ist meistens nicht so schlimm. Den machen wir. Den machen wir ohne Probleme. Jawohl. Genau. Truhen sammle ich weiterhin. Wobei ich zugeben muss, ich habe jetzt die höherwertigen Truhen mal geöffnet, weil ich mir gedacht habe, ah komm, ich möchte doch. Besonders zusätzliche Rezepte hätte ich immer gerne.
Aber ehrlich gesagt, ich brauche sie gerade nicht, weil ich genügend zu produzieren habe. So sieht's nämlich aus. Und ressourcentechnisch bin ich auch gut versorgt. Es gab kurz bevor dieser Turm-Event gestartet hat, gab es nochmal so ein Ressourcen-Regen-Event. Dementsprechend sind die Lager eigentlich gut gefüllt mit den Ressourcen, also mit den Ressourcen meine ich. Pferdegeist muss gemacht werden. Machen wir mal. Passt. Genau, Pferdegeist hier. Wir haben zwar schon in dieser Woche, also wir haben immer normalerweise schon Anfang des Wochenendes, nennen wir es mal so, da die 500 Punkte zusammen. Aber ich mache trotzdem weiter, weil die Sachen, die man hier bekommt, die kann man ja einsetzen, um, wenn man Bock hat, Ressourcen aufzufüllen oder eben um die Säckchen zu öffnen. Hier, das ist eine Quest, brauche ich. Muss verkauft werden. Das muss nicht verkauft werden. Der Laden ist schon wieder so überfüllt. Also ich habe schon wieder... Ah, nee, das ist das Falsche. Das da. Ah, ist genauso knapp. Hier, da, immer wenn ich ins Bett gehe, oder bevor ich ins Bett gehe, mache ich ein paar Fusionen rein. Weil Fusionen dauern super lang. Also bis zu sechs, so um die 6 Stunden für die aktuellen Rezepte. Da kann man gut drüber schlafen. Und dann am nächsten Tag sind sie fertig. So kann man auch ein bisschen Platz hier in der Kiste schaffen, weil... Das war mir nicht so richtig bewusst, dass eben eine maximale Kapazität auch bei den Ruhen besteht. Und die geringer ist als bei den Gegenständen. Nervig, diese maximalen Kapazitäten. Deswegen, ich brauche größere Truhen. Ach, leider kann man nicht mehr Truhen. Ich hätte gerne doppelt so viele Truhen. Ich will mehr bunkern. Ach, ich freue mich schon, das Drachen-Event. Drachen-Event müsste, ich glaube, das kommt doch danach dann wieder. Da kann ich dann wieder Sachen reinpayen. Das nicht, das ist aufgehoben, damit ich es hier in das Sammelbuch eintragen kann. Aber hier sowas. Sowas. Warum habe ich so viele stygische Amulette? Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall, den Himmelschor. Den brauchen wir beim Drachen-Event, weil die geben ja immer Schriftrollen, geben da ja extra Boni-Punkte. Ja, ich habe. Können Sie mal nach Menge. Ich habe zu viel. Die sind schön, dass ich zu viele davon habe. Das ist nicht so verkehrt. Die kann man gut verkaufen. Die werden wahrscheinlich dann beim Drachen-Event dann als Waffe genutzt, weil es gibt wahrscheinlich viele Punkte dafür. Stufe 12er Items. In dem Wert. Gehe ich mal schon davon aus, dass man viele bekommt. Ja, das sieht man schon. Das kann auch gut reingepayt werden. Stufe 10er. Ja, ist wahrscheinlich besser als die Berserker-Staffel, obwohl schwere Rüstungen normalerweise mehr Punkte geben. Aber die sind halt Stufe 10, wahrscheinlich mehr. Und die sind nicht nur Stufe 10, die sind besondere. Wenn ich mich... Ja genau, die sind besondere. Also heißt, es ist nicht Standard-Equipment, das normalerweise plus 1 was gibt. Die geben mehr Leben und Verteilung. Das sind eigentlich super Sachen, die Wolkengänger-Schritte. Naja. Davon bräuchte ich eigentlich mehr. Die gehen auch mehr gut beim Drachen-Event. Ja, alles wird schon wieder gelockt von mir. Alles wird schon wieder gelockt. Oh, Wert. Das war auch ein Wert. Ah ja, davon haben wir auch sogar welche. Gut, die müsste ich eigentlich gar nicht mal aufheben. Die hebe ich bloß auf, falls ich irgendwann mal Geld brauche. Aber ihr seht schon, ich habe ein paar Wertgegenstände bei mir. Die ich alle gelockt habe. Den Fisch auf einer Stufe, einen blauen Wert, etwas Blaues sozusagen, merchen. Ich könnte das auch auf was Blaues merchen. 5 Stück oder 4 Stück geben ein Blaues. Ist bloß aber die Frage, wofür. Die Standardantwort auf das Wofür ist immer die Antwort. Erfahrungspunkte für meine Fusionistin. Aber sonst nichts. Naja. Ja, so läuft's eigentlich wunderbar vor sich hin. Hier gibt es wieder unnützes Zeug hier. Unnützes Zeug jederzeit. Hier gibt es auch unnützes Zeug. Das kriege ich gar nicht mal mit. Das kriegt man doch alles durch die Events. Das braucht man auch nicht kaufen. Wer gibt dafür Geld aus? Hier hingegen. Diese Würfel, die sind was Feines. Naja, die Rezepte kriegt man alle mit der Zeit. Man kauft nur, um alles zu beschleunigen. Also dafür ist die Gunst des Königs-Event eigentlich sehr gut. Da kann man viele Rezepte bekommen. Wenn man dann... diese Coins anspart. Oh nein. So, jetzt schauen wir einfach mal, was bei dieser mystischen Quest oder bei der Blitzquest eigentlich rausspringt. Oh,
Moment. Ich kann noch welche hinschicken? Oh, vielleicht kann man es doch zweimal machen. Oder ist noch... Completed steht da jetzt. Ah, vielleicht kann man doch zweimal die Trupps hinschicken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr genauso. Wir werden es gleich sehen. Die Zeit ist gekommen für die ersten Blitzquests. Oh ja, ich bin mal gespannt. Also wir haben ja zwei Trupps losgeschickt. Wir haben zwei Versuche. Dürfen wir zweimal diesen Blitzquest-Boss farmen? Oder was passiert, wenn ich sozusagen den ersten Versuch schaffe? Schauen wir es doch uns mal an. Und vielleicht, wie es dieser Kampf animiert ist. Ist ja irgendwie besonders animiert. Oh, sieht aus wie ein Turmkampf. 63 war jetzt nicht. Ja, 45.000 schon eher was. 93.000 geht auch. Jawohl, da. Der Krieger hat ja auch eine hohe Ausweichrate, weil er hier diesen Ausweichskill hat. Dementsprechend hier so ein Verfehl tut schon gut. Und Tank generell auch. Aber theoretisch Argon braucht keinen zusätzlichen Tank. Ah, wobei, sie hält mehr aus. Generell, ich habe auch nur schon ein Bild gesehen, also von den Stats her. Die Champions sind zwar ganz nett, aber die werden bald ausskaliert vom Damage. Oder von den Werten der Helden. Da freue ich mich schon drauf. Aber noch nicht in naher Zukunft. Was bedeutet diese 3 wohl? Ach, das ist wahrscheinlich wegen schwer. Bei 4, Also schwer ist auf jeden Fall gechillt. Die sind ja nicht mal Half-Life geworden, sozusagen, am Ende. So, jetzt ist Finishing. Bam. Okay. Ja, ein paar Löwenteilchen und ein paar von denen. Das sind ja schon die nächsthöheren. Das sind, glaube ich, Stufe 9. Das sind sogar schon höher. Ist okay. Guck mal kurz nach, was wir hier eigentlich bekommen haben. Und dann schauen wir gleich mal, ob ich es nochmal abgreifen kann. Und dann ist die Frage, soll man da nicht eher was anderes mitnehmen? Ja, genau, das sind Stufe 12er sogar. Super. Oh, da würde ich schon gern mal hier auf richtig hart gegen die angehen. Und nur nach Menge, nicht nach Menge, nach Aktualität. Genau, der Löwengeist, den haben wir schon häufiger eingesetzt. Gute Rune. Könnte ich gleich fusionieren in zwei, ja, Rare und Sturzflut. Element. Kurz mal auf dem Markt schauen, was kriegt man denn für sowas? Was ist denn das für ein Wert? Was bedeutet denn das für ein Wert? Aktualität, Qualität. Ah ja, 1 Million jetzt schon. Okay, 2 Millionen, okay. Sieht gut aus. Sind ungefähr 26 Millionen, die wir dabei, oder für, durch die Steuern oder die Gebühren, 25 Millionen, die wir dadurch bekommen. Ja, das ist jetzt auch nochmal 8 mal 6. Ja, sind fast 5 Millionen, ein bisschen weniger. Ja, 30 Millionen. So, dürfen wir das nochmal? Anscheinend dürfen wir das nochmal. Ja, das sind schon... Aber genau, sie hat ja den Heilskill. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Andererseits durch das Heilen... Oh. Ein Nachteil bei diesem Heilen ist, die Rüstung kann trotzdem mehrfach gehittet werden und damit dementsprechend hat sie jedes Mal eine Chance, kaputt zu gehen. Oh. Okay, der Haifisch. Versuch 2. Ah, schade, nichts extra, aber jede Menge Haifische. Gleich mal hier schauen, was gibt's für die Haifische? Nicht so viel. Ah ja, 15, ja, sind knapp 9 Millionen. Ah, das war das vorherige mit den 12er-Runen schon besser, aber
Hey. Why not? Ganz nett. Also diese Blitzquests, wie gesagt, jeden Monat sozusagen. Also jetzt haben wir gerade den 4.3. Beim nächsten Mal 4.4. wahrscheinlich. Da gibt es dann wieder genau diesen selben, ja, sieht man jetzt doch da, diese selbe Blitzquest, um ein paar Runensteine zu bekommen. Am 8., wahrscheinlich 8.3. oder 7.3. gibt es schon wieder die nächste Blitzquest. Und da gibt es vielleicht dann Entwurfsspruchrollen oder Aufstiegsschriftrollen oder ja, unterschiedlichste Sachen. Also jede Blitzquest ist spezialisiert, sagen wir es mal, auf eine andere Art von Loot. Deswegen, ja, das ist schon ganz nett. Auf jeden Fall zusätzliche Einnahmequelle, nennen wir es mal so. Kaputt gegangen ist... Oh, du hast was kaputt. Okay. Ist irgendwo was kaputt? Na, da haben wir was kaputt. Ja, ja. Berserker. Gleich mal die legendäre Ausrüstung. Why not? Why not? Okay. So viel zu den Blitzquests, würde ich mal sagen. Sind also ganz brauchbare Zusatzeinnahmequellen für irgendwelchen Loot. Bin mal gespannt, welche leckeren Sachen da noch auf uns zukommen werden. Na gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.